Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo und Kazooie, The Jigs of Time. Es geht wieder weiter, wir sind aktuell im Waldtempel immer noch unterwegs und ja, die Rätsel hier sind auf jeden Fall ziemlich krass. So, schön, da haben wir das erstmal hier hochgeschafft und damit haben wir auch den nächsten 5er Stack an Noten, aber irgendwo habe ich auch schon wieder einen ausgelassen. Das nervt mich gerade schon wieder und ich weiß gerade noch nicht wo, aber es muss ja irgendwo in der einen Halle oder der anderen Halle gewesen sein. Das heißt, es gibt vielleicht irgendwo noch ein Geheimnis. Was bedeutet das N? N? Wir haben jetzt einen Raum gefunden, da sind überall Videospielcharaktere abgebildet. Man könnte vielleicht den Buchstaben auf den Namen beziehen. Von diesem Videospielcharakter oder von dem Videospiel an sich. Aber was bedeutet das Zeichen daneben? Bedeutet das die Ecke, in die ich durchgehen muss? Ich kann es mir immer noch nicht herleiten. Ich, ja, keine Ahnung, ich muss vielleicht nochmal... Scheiße. Oh, Twilight Princess, hallo. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Was ist denn das jetzt wieder? Ein Puzzleteil in seinem Kopf. Seht ihr das? Das ist doch ein nächster Hinweis. Ja, da müssen wir bestimmt reinfliegen in seinen Kopf. 100 pro. Was hat er da an der Hand? Nee, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann oder erkennen soll. Der hat auf jeden Fall ein Puzzleteil in seinem Kopf. Das muss hundertprozentig ein Hinweis sein. Da hinten ist, glaube ich, Donkey Kong Country. Oder was ist das hier? Returns, glaube ich sogar. So, und ich höre hier irgendwo einen. Der ruft nach Hilfe. Aber ich weiß nicht, wo er ist. So, und das? Eins? Zwei? Drei? Was soll mir das schon wieder sagen? Geh von der einen Fackel zu der anderen? Oder was? Ich verstehe es schon wieder nicht. Ja, ich... Oh, ich habe ihn gesehen. Da oben. Auf dem Schrank. Frage ist, wie komme ich zu dir hin, mein Freund? Stimmt so. Fast. Hey, spring doch runter. Mann. Bin mir sicher, du kannst es schaffen. So. Und auf ein neues. So. Der zweite erst. Mann, oh Mann, oh Mann. Gott. Jo, okay. Mit dem Rätsel kann ich halt schon wieder nichts anfangen. Ist wirklich super tricky hier alles. So, das, keine Ahnung. Und hier ist eine gähnende Leere. Okay. Was können wir noch machen? Ich hätte gesagt, als nächstes klettern wir mal da hoch. Ich könnte mir halt vorstellen, der Raum ist jetzt erstmal für uns abgeschlossen. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal da hochklettern, hier an dieser unsichtbaren Wand, wo die Kameraführung auch mal optimal ist und einfach mal dahin zeigt, wo das Geheimnis ist. Ja, wir müssen jetzt nur noch gucken. Okay, perfekt. So, das sind auch nur drei Noten. Ne, sind fünf. Ach, die Musik ist so geil. Oh Mann. So, da geht's doch schon wieder weiter. Es ist doch irgendein Code, oder? Kann es sein, dass es da irgendwie so Initialen gibt für einen Code und das, oder das bedeutet irgendeine Zahl oder so? Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall easy ein Puzzleteil geholt. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da ist noch eine Schatzkiste. Da könnte ich mal versuchen hinzufliegen. Aber da ist halt auch eine. Man. Das ist aber auch schon wieder so super gefährlich. Einfach da einen Freisprung. Ich glaube, das schaffe ich auch nicht. Höchstens direkt auf die Insel. Okay, Insel haben wir geschafft. Sehr schön. So,
So, da gibt es eine schöne Sprungplatte für. Und da scheint ein Jinjo drin zu sein. Und das ist kein Eingang, aber vielleicht ein Ausgang. Okay, Nummer 3. Ja, dann müssen wir theoretisch da hoch. Vielleicht hat er noch eine Sprungplatte für uns. Oder wir müssen dann auch von da oben runterfliegen. Wären jetzt meine zwei Ideen dafür. Dann müssen wir gleich nochmal ins Wasser. So. Zack, weg. Hä? Sag mal. Das sind einfach zwei. Wie gemein. So, und was ist hier schon wieder los? Goldene Feder und ein Tee. Und ich weiß nicht, oh, ich habe keine Ahnung. Was ist das irgendein, es ist doch bestimmt irgend so ein Ziffercode, irgend so ein Code für eine Zahl. Irgendwie sowas. 100 pro. Vielleicht finden wir da auch noch was, wo wir das mit, entziffern können. Ah, leck mich doch am Arsch. Okay. Dann ist es wirklich einfach nur ein Code. Wir müssen quasi etwas, ne? Lesen. Ich hoffe, das ist der einzige Text, den wir entziffern müssen. Ja, das werde ich wahrscheinlich dann offscreen mal machen. Ba-ba-ba-ba. Das dauert sonst zu lange. Okay, wir holen uns erstmal ein paar Noten. Da ist auch schon wieder... Alter. Das ist auch schon wieder das nächste einfach. Das ist ein L. Und dann ist das alles auf Englisch. Und dann heißt das so... Haha, wir haben dich veräppelt. Ich könnte es mir irgendwie voll vorstellen. So. Aber ich denke mal, so wird es ablaufen, ne? Okay. Wir haben jetzt eine Sprungplatte. Wo soll ich mich die hinbringen, bitte? So, die bringt mich normalerweise da hoch, ne? Aber da muss ich, glaube ich, von oben runterfliegen. Ich glaube, sonst komme ich da nicht hin. Okay. Ja, ich glaube, da muss ich von oben drauf fliegen. Die Sprungplatte hätte mich, glaube ich, da oben drauf gebracht. Ansonsten sind wir hier, glaube ich, durch. Ist es jetzt eine kluge Idee, da einfach reinzuspringen? Da ist auch eine Leiter. So, gucken wir erstmal hier in den Brunnen rein. Da haben wir auf jeden Fall auch wieder viele Noten. Ey, da sind so viele Hieroglyphen, ey. Wie lange soll ich denn... Ach du Scheiße. Ich schwimme erstmal ganz ans Ende. Boah, ich verliere sogar Leben, wenn ich einfach nur... Na klar. Wie soll man das denn schaffen? Alter, wie viele Noten? Und das ist jetzt der andere Brunnen? Nee, ich bin ganz woanders. Ach du Kacke, ja, ja, genau. Ach ja. Oh, scheiße. Was? Och Mann, schon wieder gar keinen Bock da drauf. Wo geht's hier hoch? Aha, ein Fake-Puzzleteil, ja. Ja, ich weiß doch, dass du ein Fake-Puzzleteil bist. So. Aber hier ist wieder so eine Hieroglyphe. G. Boah, ich muss mir dann meine ganzen Videos nochmal angucken. Einfach nochmal durchgehen und gucken, was das alles bedeutet. So, warte mal, hier komme ich doch nicht hoch, oder? Das ist auch eher der Rückweg vielleicht. So. Ja, ich weiß nicht, soll ich das jetzt schon gehen? Gar nicht lang gehen, Mann. Oh Mann, oh Mann. Weißt du was? Wir holen uns erstmal die Noten, die hier unten sind. Das wird schon nervig genug sein, erstmal. So. Machen wir es dem Spieler doch noch ein bisschen schwerer und verzaubern einfach das Wasser. Dass der noch gestresster ist. Das ist doch sowas von geil. Nur so wird er ein richtiges Spielerlebnis. Was sind das jetzt?
Okay. Und wieder rein ins Wasser. Nur so hat er ein richtiges, geiles Spielerlebnis, dass er sich richtig schön ins Fäustchen ärgert. So. Hammergeil. Auf jeden Fall auch ein mega nerviger Abschnitt. So, was ist das? Ich konnte es nicht erkennen. Warte, wir gehen gleich nochmal rein und gucken, was das ist für, was das für ein Spiel ist. Ah, das ist auch Donkey Kong Country. Das ist Return, oder? Kann das sein? Okay. So. Wir sammeln mal kurz hier alle Noten ein. Da haben wir auch wieder so ein Ding. Das ist irgendein X, glaube ich. Aber hier gibt es schön viele Noten. Da hinten gab es dann halt auch noch mehr Noten. So, hier ist auf jeden Fall auch. Was ist das? Ist das ein Haar? Das macht mich fertig hier. So, und jetzt haben wir hier noch welche. Greift mich nicht an. Ein X und das ist irgendwie so ein ganz komisches O. Toll. Okay. Ja. Ich würde jetzt erstmal hier hochgehen. Gucken. Wahrscheinlich ist das ja jetzt der andere Raum wieder. Der andere Brunnen, ne? Genau. So. Würde aber von hier aus erstmal wieder da hochjumpen. Würde dann wieder in den anderen Raum rübergehen. Und würde dann erstmal versuchen, oben auf die Kiste noch drauf zu kommen. Damit wir das auch abgehakt haben, weil dann sind nämlich die beiden Räume erstmal abgeschlossen, so an sich. So. Rüber da. Ach nee, warte mal. Nee, hier war das ja gar nicht. Da ist so ein N. Ach, das wird alles so nervig werden. Ich meine, an sich ist das eine coole Idee, aber Alter, sind das viele Sachen. Da muss ich echt gut aufpassen und... Ja, keine Ahnung. Vielleicht hätte ich mir das mal aufschreiben sollen. Na, ja, ist auf jeden Fall was ich offscreen mache. 100 pro, Leute. So, pass auf, ich stelle mich jetzt mal hier so drauf. Angst, dass ich runterfall. So. Und dann flattern wir von hier aus direkt... darüber. So, das war doch ziemlich gut. Ah, leider nur ein Jumbo. Ich kann pokern. Oh Gott. Renn mir doch nicht hinterher. Bam, Alter. Weggefetzt. Okay, wir haben noch... Okay, Tee. Das Tee, das sieht so aus. Aber warte mal, ich will nur mal kurz prüfen, ob das wirklich so ist, weil dann müsste ich ja dieses Zeichen mit dem... ich müsste dieses komische Zeichen da jetzt irgendwo finden, ne? Da ist es auch. Das wäre jetzt ein T. Das heißt, wir müssten einmal komplett diesen Text vervollständigen, dann kriegt man wahrscheinlich irgendeinen Hinweis. I don't know. So, okay. Dann gehen wir mal diesen geilen Weg hier, auf den ich überhaupt keinen Bock habe. Werde hier auf jeden Fall einen Safe Point machen, weil ich hab keine Lust, das alles nochmal zu machen. Sorry, Leute. Das ist wirklich so ein ekliges Kapitel. Da möchte ich jetzt ungern nochmal neu anfangen. Deswegen gibt es hier auf jeden Fall einen Safe Point, Leute. Zack. So, ich probiere mein Glück. Oh Gott, ey. Das fängt einfach schon hier an, weißt du? Ich hab schon hier keinen Bock auf das Ding. So. Schön vorsichtig. Dann einmal irgendwie wieder zurück. Mann, die Kamera, ne? Die ist so eklig. So. Okay. Die zwei hätten wir. Ja, da geht's nämlich schon los. Oh, ich sterbe nicht? Ach, ich sterbe gar nicht. Aber ich komme direkt wieder am Anfang raus.
Ist natürlich auch nicht so geil. Okay, gut, dann ist ja alles halb so wild. Meine Güte. Trotzdem eklig, aber halb so wild. Okay, dann schaffen wir das auch. So. Oh nein, da stehen ja noch mehr Texte. Das habe ich jetzt erst gesehen. Guck mal da. Mann. Ich hasse Bienen ja so sehr. Aber ich frage mich gerade halt echt, was steht da, was mir weiterhilft? Ich bin gerade echt am Überlegen. Wie soll mir das denn weiterhelfen? Oder ist es einfach so ein Hinweis, wo es vielleicht ein Puzzleteil gibt? Das könnte sein. So. Okay. Erstmal gucken. Ich muss darüber. Oh Gott. Gar keinen Bock. Ja, genau. Was ist das denn? Oh Leute, ich mache erstmal was anderes. Kotzt mich das an, ey. Pass auf. Wir fliegen jetzt erstmal schön dem Typen hier ins Gesicht. Hier war das, glaube ich, ne? Den Kugo. Der kriegt jetzt erstmal schön eine ins Gesicht gefeuert. War das nicht gut genug? Wir haben doch vorhin das Zeichen gesehen. Also dieses Bild. Noch besser geht's doch gar nicht mehr. Ist das falsch, was ich mache? Shit, ich habe ganz schön Leben verloren, ne? Ah, guck mal hier. Hier stehen ja auch solche Zeichen. Mann! Ach, das war dumm. Stimmt, 1, 2, 3, 4, ne? Da hat man... Ah, Gott. Okay, wir hatten 1, 2, 3, 4. Okay. Das könnte vielleicht eine Wegbeschreibung sein. Weil hier halt 1, da dann 2, da dann 3. Und dann musst du das in der richtigen Reihenfolge übersetzen. Alter. Warte mal, wo war das hier? Hier war irgendwo die Sprungplatte. So, erstmal ein Leben holen. Und jetzt geht's durch die Tür hier. Das macht mich alles fertig hier, Leute. Alter, ist das ein Rätseltempel. Wahnsinn. Okay, wo ist man jetzt? Ja, das weiß ich ja schon. Oh. Alter, was? Das musst du nicht übersetzen. Das ist falsch. Ey, das ist ja sowas von hart. Was wollt ihr denn von mir? Mein kleines Herz tut so weh. Huch. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Was habe ich kaputt gemacht? Ich kann durch das Bild. Hallo, Joshua. Jetzt bin ich zu blöd, das Puzzleteil zu holen. Okay. Bam, bam. Dü-dü-dü-düm. Okay, Nummer 3. Ist der YouTube Contest Winner. Hi, Joshua. Gut, dass hier noch ein Zeichen ist. Kotzt mich das hier an, ey. Meine Fresse. Alter. Was ein Hardcore-Tempel. Das weiß ich ja jetzt schon, aber ich dachte eigentlich, in dem seinem Gesicht ist halt einfach noch ein Puzzleteil versteckt. Ach du Kacke! Leute, was wollt ihr denn?
A, B, C, D, E, F. Okay. Es gibt hier jetzt auch noch ein an sich Labyrinth. Und ich darf jetzt wahrscheinlich nur auf bestimmten Pfaden wandeln. Jetzt ist da eine Toilette. Ey, guckt mich das an. Ja, jetzt gibt es da wahrscheinlich unsichtbare Plattformen, wo ich nur drauf hüpfen darf. Und dafür brauche ich halt überall diese Texte, ne? Die muss ich alle entziffern irgendwie und muss wissen, welcher Buchstabe ist und... Ach du Kacke! Das wird ja noch richtig hart. Ich denke, sonst habe ich die ganzen Räume eigentlich schon ganz gut erforscht. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann hier mal weiter. Und ich werde das jetzt erstmal irgendwie angehen, dass wir das irgendwie übersetzt kriegen. Beziehungsweise vielleicht suche ich mir einfach mal eine Seite raus, wo das schon gemacht wird, wurde. Weil ansonsten suche ich mich hier dumm und dämlich. An sich ist das eine geile Idee, aber das ist ein ganz schönes Projekt. Das ist ein richtig krasses Projekt. Okay Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Banjo und Kazooie. Tschüssi Leute.